los und wir sind noch gar nicht drin. Wir sind noch gar nicht drin. Alter. Ja. Einmal herzlich willkommen. Ja, servus. Ja, vielen Dank. Wir hatten jetzt noch ein paar Connect-Schwierigkeiten für die freie Kamera, da uns Tim fälschlicherweise das falsche Passwort schickt. Ne? Ja, so muss es am Anfang. Ja, aber ich meine, wir wurden, glaube ich, alle drei relativ spontan in dieses Boot geschmissen für die Kommentierung der ersten Runde heute Abend. Und dass dann vielleicht die Sachen mit ein paar Sekunden Verzögerung noch passieren, kann man uns dann, glaube ich, noch nachsehen. Ja. So, jetzt kann ich auch mal verbinden. Ich muss noch ein paar neue Mods runterladen von euch. Moin. Noch ein Wässerchen. Gibt's mal ein paar dunkle Flecke jetzt erstmal auf der Karte? Ab der zweiten Runde gibt's dann auch entspannt auch alkoholische Getränke hier beim ersten. Ich hab mich schon bisher auch ein bisschen vorbereitet mit ein paar Dosen, ein paar Hülsen. Gut, dann einmal heute dabei Friedrich Wilhelm und der Sergeant Shepard von der ersten Garde. Und zwar beim Match Vierte Rheinische gegen das RHP. Was gibt's zu dem Match zu sagen? Ja, interessant. Also natürlich ist das RHP von vornherein Underdog. Da brauchen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Was ich aber immer wieder, also wo ich meinen Hut ziehe vorm RHP und meinen größten Respekt auch nur aussprechen kann, ist, dass das RHP dennoch, trotz der ersten Runden und der Ausgänge dieser und auch der quasi der Chancen, die sie aktuell haben, im Gegensatz zu den größeren Regimentern, dass sie es trotzdem immer wieder schaffen, ja, relativ viele Leute für das Event dran zu holen. Also Wille und Biss haben sie auf jeden Fall. Nur die Frage, was sie draus machen, ne? Gut, ne? Also die sind, man muss dazu ja sagen, die sind ja auch noch ein relativ frisches. Also wenn wir mal darüber nachdenken, wie das halt, also jetzt bei uns beim ersten auch am Anfang war, klar, wir hatten jetzt alle auch schon ein bisschen Holdfast-Erfahrung, das hat das RHP auch. Da ist das am Anfang mit den organisatorischen Sachen und gerade dem Aufstellen im Event, das ist dann immer noch so eine Frage. Aber ich glaube, das RHP kann viel mitnehmen aus dem Event hier über die Wochen. So, ja, jetzt haben wir den Restart. Vielleicht sehen wir dann auch in Events mal ein bisschen, auch nach dem Cup, mal Qualitätssteigerung vielleicht. Generell. Ich glaube, das kommt halt auch einfach mit der Zeit. Ne? Also auf der Map, so ganz nebenbei, fällt mir gerade auf, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir ist, aber ich habe hier sehr viele Schatten in der Mitte der Map. Das ist also wahrscheinlich gewollt. Und das könnte dann vielleicht dann doch noch ganz interessant, jetzt weiß ich nicht, wie das aus der Sicht der Spieler ist, ob man dann dadurch vielleicht auch besser die, oder beziehungsweise schlechter die Linien erkennen kann. Aber da sind wir jetzt mal live. Ich bin generell ein großer Freund auch von, glaube ich, ein paar verschiedenen Maps, paar Änderungen in den Maps, paar Möglichkeiten, sich zu verstecken, eventuell. Bäume gefallen mir jetzt sowieso hier, das ist sehr gut. Aber vielleicht ein paar Steinchen dazu. Berge haben wir genug, um vielleicht das Gelände auch ein bisschen taktischer zu nutzen. Auf jeden Fall Taktik. So kennen wir dich, Shepard, ne? Freund von Taktik. Taktik. Mit der Axt durch die Tür. Das Richtig. Ist auch eine Taktik. Das kommt danach. Also wir haben jetzt hier ganz kurz vielleicht nochmal auch nochmal fürs bessere Verständnis einen jeweils, glaube ich, 6 Mann auf jeder Seite. Ja, ist wobei beim vierten? Nee, das ist ein 6 gegen 8, wenn ich hier mich nicht richtig verzählt habe. Tja. Also da bin interessant. Ich das ist jetzt interessant, dass das also auch von den Admins so jetzt irgendwie toleriert wird, weil ich meine, bei allen Events, wo wir partizipiert hatten und dann mal irgendwie mit mehr Leuten angetreten sind und dann auch einen mehr hatten, wurde immer auf die Mindestanzahl reduziert. Mir ist jetzt leider auch jetzt nicht irgendwelche Regeländerungen dahingehend bekannt, aber ja, gut. Ne? Also das RHP scheint sich aber auch nicht großartig zu beschweren. Vielleicht hat es das auch nicht wirklich auf dem Schirm. Ja, aber die erste Salve ist gefallen. Auf jeder Seite jeweils ein Kill. Ich glaube, so muss es sein. Ich hoffe, die werden die Entfernung noch ein bisschen verringern. Ne? Gut, aber wie viele Meter waren das jetzt? Ich glaube 80 oder 70. So genau, also weit ist das jetzt ja aktuell auch nicht. Es wird jetzt hier eine halben Senke drin.
das RHP wieder, sagen wir mal, auch wieder ein bisschen mobiler unterwegs als in den letzten Runden. Aber auch wieder gefährlich nah an der Map Border. Also. Eine schöne lange Atempause. Ja, der Bait des Offiziers beim RHP, wer ist das heute hier? Oh, und jetzt Max von große Bahn. Möglichkeit anzulegen und zu schießen, aber viel zu lange gebraucht. Ei. Zu lange gebraucht vom RHP. Das hat wehgetan. Also das war schmerzlich und jetzt können wir noch auf ein Nahkampfwunder hoffen. Die Nachschüsse nochmal vom vierten daneben gegangen, aber da haben jetzt auch wieder neue Leute geladen und da, ja, ist vorbei. Da geht die erste Runde. Sehr schön. Ganz klar an das vierte hier. Oh, fix, ne? Ja. Ja, so gefällt mir das, glaube ich. War kurz und knackig bisher, ne? Schnell zur Sache. Aber durchaus jetzt auch letztens gesehen im Angriff, RHP hatte die Möglichkeit, eine schöne Salve abzugeben, da das vierte in Bewegung war. Mhm. Aber wieder viel zu lange gebraucht, um sich aufzustellen. Gerade solche Sachen, glaube, müssen die neuen Regimenter, die kleinen Regimenter, auch diese Regimenter natürlich wie das RP, schnell lernen. Weil das kommt natürlich auch mit der Zeit, da hast du vollkommen recht, aber durchaus auch mit Training. Mhm. Man muss dazu auch sagen, in den normalen Events, die man jetzt so regelmäßig jede Woche hat, ne, da ist das natürlich kein Drama, da bist du halt noch gecovert im besten Fall noch von anderen Linien, anderer Regimenter und dann fällt das jetzt auch nicht so ins Gewicht, wenn du da selber einfach mal irgendwie 10 Sekunden länger brauchst, um dich mal hinzustellen, weil du dann immer noch irgendwelche anderen Salven hast, die parallel abgefeuert werden auf dem Feind, sodass du da auch ein bisschen mehr Zeit hast. Hier wiederum bei einem direkten 1 gegen 1 der Regimenter ist das natürlich dann essentiell, dass die Formationen so schnell wie möglich und so sauber wie möglich auch ausgeführt werden, denn ja, schnell ist dann auch immer das Problem, wenn es dann unkoordiniert wird. Und kann dann einem dann auch schnell zum Verhängnis werden, gerade bei näheren Distanzen. Vor allem auch jeden Schritt, den du machst, ne, das kann auch dein letzter Schritt sein. Klingt hart, ist aber leider so. Ne? Da war jetzt auch wieder so ein Schenkelklopfer, Chef. Nee, aber du hast gerade selber gesagt, ne, du hast ja. In öffentlichen Events hast du ja andere Regimenter mit dabei, die dann eventuell die Aufmerksamkeit schlucken. Hier ist es ja so, dass wirklich jede Salve auf dich zukommt. Ne? Ja. Das ist ja, ja nicht, klar, dass die Leute irgendwo anders entschießen. Deshalb ist es durchaus berechtigt. Also. Ja, nee, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Muss ich ehrlich sagen, beim ersten haben wir, also partizipieren wir unabsichtlich, nicht bei den Tippspielen, weil wir das einfach am Anfang auch, glaube ich, nicht einfach großartig mitbekommen hatten. Deswegen weiß ich jetzt nicht, Fuser, ob du da eventuell nochmal einen Link zu dieser Tabelle hast, die sonst immer eingeblendet wurde. Wäre ja dann doch ganz interessant zu sehen. Ich habe im Chat schon gelesen, Friedrich tippt wohl auf ein 9:1 für das RHP, für das vierte. Gibt es da vielleicht noch einen Link? So? Aufgrund der Spontanität heute habe ich das nicht mehr geschafft einzurichten. Achso, nee, alles gut. Nee, es geht nicht darum, dass es unbedingt im Stream anzeigen soll, sondern einfach nur, dass wir vielleicht hier das einmal öffnen und einfach nur kurz gucken können. Also, kann ich mal anschauen, ja. Tabelle. Da, das wäre es ja, glaube ich, schon. Nee, das ist die Tippabgabe. Nee, wo ist denn das? Tippübersicht? Ja, Tippübersicht. Ich gehe da auch gleich mit rein. Und ich übernehme mal, solange wie du auf die Tabelle nimmst, schaust. Ersten Schüssen sind wieder gefallen. Durchaus keine Verluste beim RHP und auch keine Verluste beim vierten. Die haben wieder eine große Distanz aufgebaut. Ne? Also es wird wieder hier auf, glaube ich, so 100 Meter mal schön geschossen. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber es ist wieder wie am Anfang, was man auch so kennt von den beiden Regimentern, das leichte Antasten. Ne? Man schaut so ein bisschen, man wagt wenig. Bleibt eher auf seiner Position und versucht irgendwie irgendwelche kleinen Schüsse rauszuholen. Da fehlt mir natürlich auch ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Pfeffer, ne? Mhm. Das muss ein bisschen löppen hier jetzt, ja. Also. Ich habe mir jetzt mal die Tabelle nebenbei angeschaut. Es scheint dann doch eigentlich überwiegend für das vierte getippt worden zu sein. Ich sehe keinen einzigen
Tipp hier auf das RHP, sondern ein Unentschieden von Lanos vom 21. Das scheint mir schon sehr optimistisch und gewagt zu sein. Aber ich meine, bisher, also das IA21, das RHP, wie du sagst, das ist jetzt schon ein bisschen defensiver, aber ich glaube, das ist die Strategie, die das RHP fahren muss. Also das RHP muss auf Fehler vom Vierten warten und diese dann gnadenlos ausnutzen. Das Vierte versteckt sich jetzt hier auch hinter. Aber da ist ja der Punkt, ne? Du musst halt diese Fehler gnadenlos ausnutzen. Ne? Du musst da dann dich bewegen, du musst dann versuchen, irgendwie Überhand zu nehmen, weil ansonsten lässt du 3, 4, 5 Chancen verstreichen und dann wird es wieder so eine reine Glückssache. Ne? Wer als erstes trifft, wer als erstes die feindliche gegnerische Linie natürlich langsam ausmerzt, hat gewonnen, aber da könnten ruhig mal ein paar schärfere Salben kommen mit 3, 4 Kills und da ist es oftmals so, gerade wenn wir jetzt hier so wenig Leute auf jeder Seite haben, ist das auch mal der entscheidende Punkt. Vollkommen richtig. Und jetzt sehen wir links gestaffelte, anlaufende Vierte auf das RHP. Das RHP auch schon schon sehr lange auf dieser Position. Also die 1-Minuten-Regel könnte da schon gekickt haben. Das Vierte bleibt jetzt natürlich auch nochmal hinter dem Hügel stehen, lässt sich da jetzt nicht nochmal großartig blicken. Das RHP wiederum, ja, das sollte vielleicht nochmal über einen Positionswechsel nachdenken. Ich will ja nichts sagen. Im Rahmen der Regeln. Die schauen auch gerade irgendwie in die falsche Richtung, ne? Ich schau gerade. Nee, die schauen schon in die richtige Richtung. Ja, die haben gerade gewechselt. Aber schwierig. Also das Vierte hat natürlich jetzt gar keinen Druck, sich da hochzuwagen. Auch wenn man meinen könnte, dass das Vierte natürlich mit dem Skill-Unterschied da eventuell auch mehr wagen könnte. Aber das könnte dann der entscheidende Fehler wiederum vom Vierten sein. Das RHP sollte sich aber langsam auch wegbewegen müssen, glaube ich, an dieser Stelle. Ich hoffe, der hat nichts dazu. So lange, wie ich jetzt hier schon wieder über das RHP und dessen Position am Schwafeln bin, da ist bestimmt schon eine Minute vergangen. Und ja, das war mal eine traurige Salve hier, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist ja, war ein bisschen mau von beiden Seiten. Ne? Ja, wie viele Meter werden das sein? Das werden unter 70 Meter sein. Da kann man auch mal mehr als nur ein paar Hits erwarten. Das sind, 50 Meter waren es wahrscheinlich. Ja, 44 Meter haben wir ein paar gute Hits vom RHP, aber auch vom Vierten. Und das Vierte teilt jetzt richtig aus. Das RHP darf dann wieder in den Nahkampf gehen und lässt sich da aber gut Zeit, hofft auf die Miss-Shots vom Vierten. Aber das, sag mal so, das Vierte können ruhig ein bisschen Gentleman sein, ein bisschen entgegenkommen, ne? Ja, gut, also was wir jetzt halt sehen, das war klar, dass das passiert. Gnadenloses Abschießen. Und dann geht die zweite Runde auch an das Vierte. Ja. Lohlmann sehe ich gerade. Ah, ne, das war Georg Bech. Da habe ich mich in der Zeile verlesen. Da habe ich gar nichts jetzt gesagt. Nee, aber wir schauen mal, also es haben 1, 2, 3, 4 Leute auf den 10-0 getippt. Ich glaube, das ist die größte Übereinstimmung, die wir hier mit selbigen Tippergebnis haben. Dicht gefolgt vom 9-1 und 8-2. Also scheint für die Tippenden unter uns in der deutschen Community nicht so eindeutig zu sein, wie bei anderen Runden, die das RHP gespielt hatte. Ja, es ist natürlich auch wieder schade. Die haben die Linie jetzt nicht ausgeglichen, ne? Nee, das Vierte war immer noch größer. Nee. Das Vierte ist auch die ganze Zeit schon größer. Also, das muss man natürlich sagen, wenn man jetzt mit 6-7 spielt, da kann der eine Mann schon auch einen größeren Unterschied machen. Ja, auf jeden Fall. Weil eigentlich könntest du ja auch dadurch mehr wagen. Ne? Also, du kannst, oder auch Fehltritte werden auch verziehen. Ne? Klar. Das ist wahrscheinlich auch ein entscheidender Punkt. Ich finde es ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so hinnehmen könnte. Also 6-8. Also 6-7. 7 sehe ich gerade, stimmt. Ja. Also, 8-6. Nee, Vierte, doch, das sind 8 vom Vierten auf dem Server. Das ist halt immer diese Rechnerei mit den Admins. Nee, also du hast halt, du hast 8 auch bei den Preußen und 6 Lebende bei den Franzosen. Das ist dann schon ein Zweimann-Unterschied. Und das, finde ich, ist dann schon auch, das macht sich auf jeden Fall zu
bemerken. Und wenn man sich auch anschaut, was sind das für Leute, die gerade hier sind, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ein bisschen jetzt in den letzten Tagen mal mit dem EHP gesprochen, da ein paar Leute kennengelernt. Aber wenn man sich dann das Vierte anschaut, da hat man doch dann auch schon ureingesessene Holdfast-Spieler, die auch noch zum Teil aus NW kommen. Und da, wenn jetzt zum Beispiel wenn der Hess zum Beispiel jetzt abtreten sollte, dann hat man auf jeden Fall noch Aurelian, der natürlich auch einige Jahre Erfahrung mit sich bringt. Und, das ist ja kein unbekannter Name, ne? Das ist, von denen hat man schon mal gehört. Ne? Du auch, ne? Ja. So. Wie immer, das RHP nimmt seine Stellung ein. Sieht erstmal schön. Kommt schon, Leute. Oh, und es wird sich in Bewegung. So muss das sein. So muss das sein. Grüße gehen natürlich auch an German Hero vom 21. raus. Ach, seitdem verteilen wir Grüße hier. seitdem hier parallel die Regimenter nebeneinander herlaufen und gerade noch nicht viel passiert. Das RHP versucht ein bisschen auf Range zu gehen. Die Schüsse kamen leider sehr kurz. Aber man muss dazu auch sagen, was ich halt nett an diesen kleinen Karten finde, ist halt vor allem, dass die Spawns auch so gesetzt sind, dass du halt einfach auch relativ zügig in die kurzen Distanzen kommst, unter 100 Meter. Und du da auch war relativ der Offizier abgeschossen, beim vierten. Uff. Gut arbeiten kannst. Krass. Ja. Damit haben wir dann eine ganz neue Situation und können jetzt natürlich mal direkt reinschauen, wie die Linie jetzt höchstwahrscheinlich von Aurelian. Nee. Von Hess. Die Frage. Hess hat gar nicht geführt. Nee, ich hab nämlich, der war ja auch Hauptfeldwebel. Ah ja, sehr gut. Moin, ich bin ja vollkommen auf Linie. Ich habe einfach ins Leaderboard umgeschaut und hatte irgendwie noch TS-Hierarchien im Kopf. Nee, also wir haben natürlich Stabsunteroffizier Aurelian. Hess ist Hauptfeldwebel. Ja. Wen haben wir noch? Gut. Die meisten für mich jetzt auch noch relativ neu, zumindest nicht aus meinen Zeiten noch, vom vierten, bekannt. So, jetzt ist die Frage, wie sich halt dieser Verlust aufwiegen lässt oder kompensieren lässt oder was wird getan? Ist das wahrscheinlich auch mal eine taktische Änderung? Das finde ich ist immer das Interessanteste. Also sobald die Offiziere fallen und die Unteroffiziere zum Einsatz kommen, dann wird es immer, finde ich, immer höchst interessant, weil dann neue Strategie, neue Ansatzpunkte, also ich meine, das hatten wir bei uns ja auch gemerkt, Tim hat ja auch seine Eigenart und wir haben hier, glaube ich, kleine Lücken beim RHP, sehe ich. Ich wollte es gerade sagen. Die sollten vielleicht noch behoben werden. Ich glaube, das sieht man schon aus, 100 Meilen entfernt. Da haben wir hier, das wäre jetzt ein bisschen FOL, also ich weiß es hart, und dann treffen sie auch noch zwei. Schwierig, aber ich glaube, die Admins haben da ein bisschen, dadurch, dass das RHP auch deutlicher Unterzahl ist. Also, aber da merkt man, also das macht sich dann jetzt in dem Ausmaß noch nicht bemerkbar. Die Führungsübernahme auf jeden Fall gelassen. So. Das wird jetzt natürlich auch ein Vorteil, ist schon angelegt. Das RHP müsste sich mal blicken lassen, aber... Aber man sieht ne, auf beiden Seiten drei Verluste, wie ich das jetzt hier gerade zähle. Und sag mal so, das RHP bangt ums Leben. Ja, die wissen natürlich jetzt nicht, was sie tun sollen. Ne? Also du hast jetzt noch drei Mann vor dir stehen. Noch fünf vom vierten, die jetzt alle auch nicht gerade schlecht schießen. Also man hat ja eben auch gesehen, die Schusswechsel, die sind auf jeden Fall jetzt nicht unausgeglichen. Das heißt, man könnte da auch wieder mit einem Trade rechnen. Jetzt hat das RHP aber auch weniger Feuerkraft, also dementsprechend auch niedrigere Wahrscheinlichkeit. Das ist natürlich die Frage, wer als erster schießt. Ne? Und das vierte rückt vor, beide Seiten täuschen ein bisschen an. Sie versuchen es. Oh, da gehen Schüsse raus. Das vierte trifft, klar. Das wundert mich jetzt nicht, also weil das sind Distanzen 70 Meter. Wenn du da mit fünf Leuten schießt, da ist es jetzt nicht gerade unwahrscheinlich, dass einer auch trifft. Nein, das ist klar. Das RAP hat wieder mal die Situation, zwei Leute. Jetzt machen sie es einigermaßen smarter, aber das rettet dann auch nicht mehr.
dass sie dann zu zweit auf eine Fünferlinie zupushen müssen und aber auch Max von Barnim. Die letzte Runde hoffe ich, dass das vierte Mal ein bisschen entgegenkommt. Ne? So, und was machen sie jetzt? Sie schießen. Das ist doch. Also, Schweine! Noch nicht mal eine Chance gelassen. Ach, also. Komm schon, Leute. Oh, ein Mann. Bisschen ehrlicher ins Spiel lassen, oder? So. Aber da haben wir weggeschossen. 3:0 fürs vierte. Match-MVP. Gefreiter Fabian beim vierten. Ja. Das war dann jetzt auch schon das 3-0 dann für das Vierte. Ich muss sagen, ich hoffe, auch wenn es, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht böse klingen, auch wenn es unwahrscheinlich ist, ich hoffe, da kommt doch mal was richtig Schönes vom RHP. Ich glaube, da bist du aber auch nicht der Einzige. Also wenn man sich ja die Wetttabellen mal anschaut von den anderen Regimentern, die da auch mitgemacht haben, dann wird dem RHP dann doch gegen das vierte in einige Runden zugesprochen. Und ich glaube, da sitzen jetzt einige, gemacht. Die dann darauf hoffen. Haben sie ja bei uns auch gemacht, ne? Da muss man, ja, aber da ging es dann um 9-1. Und wenn du dir jetzt hier mal, wir haben es ja eben uns angeschaut, da geht es teilweise um, also da werden teilweise Unentschieden getippt, nicht in Einzahl und dann 8-2 ist auch noch stark vertreten. Also das ist nicht so durch die Bank weg mit den 10-0er-Tippergebnissen, wie jetzt zum Beispiel beim RHP gegen das 11. oder auch gegen uns. Also ich glaube, beim 11. gab es dann auch noch eindeutigere Tipp. Abgaben. Aber ja. Darf man parteiisch sein hier? Das ist die große Frage. Darf man als Moderator? Also wir sind ja, also ich versuche zumindest mich hier unparteiisch zu geben. Nein, aber ich, also wenn du es kommentierst, da muss ich auch, ich glaube Friedrich war das, der das mal, oder zumindest in dem Stream, wo Friedrich das letzte Mal auch mit kommentiert hatte, wurde das sehr schön gesagt. Wenn man sich ein Fußballspiel von Deutschland anschaut, dann kann man auch nachvollziehen, wenn da irgendjemand großartig dann da irgendwie Freudensprünge macht, wenn da irgendwas passiert, aber auch wenn man sich ja allgemein mal so Sport anschaut, also man hat ja immer noch die interessanteren, sag ich mal, Ansichtsweisen, wenn man auch mal die eigene Meinung mit reinbringt. Und ich glaube, das ist auch nicht großartig verkehrt. Es sollte jetzt, eigene Meinung sollte jetzt nicht natürlich mit irgendwelchem Bashing oder sonst was sein. Das sollte natürlich klar sein. Und wir sind auch zudem ja auch keine Admins. Also solange die Admins da hoffentlich unparteiisch sind, nein, möchte mir da natürlich niemandem was vorwerfen. Nee, aber da... Da hast du vollkommen recht. Ich hoffe aber, dass das vierte jetzt mal ein bisschen vorgeht und dass das RHP vielleicht mal wirklich mal eine richtig schöne Salve macht, ne? Mhm. Dass das vierte ein bisschen bang gerät und vielleicht auch mal in Nahkampf muss, ne? Wie am Ende. Ja, und wie wir sehen, jetzt haben wir wieder den Bait auf das Offiziers-Aiming, aber das vierte lässt sich davon gar nicht beirren und versucht die Salve auf das RHP, auf die Linie abzugeben. Ich meine, ich gucke mir das jetzt gerade an, also kaum sichtbar gewesen für das vierte in der Position. Ah, wobei, ich sehe es im Stream gerade, also das von Seiten des RHP war es weniger sichtbar durch die Stellung der Linie. Aber leider keine bisherigen großartigen das ist die Frage, Geschehnisse in dieser Runde. Ich brauche das Fernglas, ne? Also ich sehe die von hier. Aber in Ordnung. Ran okay. Da jetzt, Leute. Vierte kriegt die erste Verwarnung fürs Halbieren. Ich schwebe immer so ein bisschen mit der beweglichen Kamera auf Kopfhöhe und da sieht man jetzt seitens des RHP die Linie klein und man gibt die Salve ab. Ich glaube, etwas zu spät. Also zu spät und unnötig vielleicht. Unnötig, ja, ne? Ja, man hätte diesen Schuss auch sparen können und einfach mal ein paar Meter vorgehen, diese Gelegenheit nutzen, wo das Vierte sich jetzt mal bewegt und sich auch bewegen. Wie sagt man so schön, Land gewinnen und vorrücken. Aber hier auch wichtig, also man sieht, da kommt jetzt jemand nachgelaufen. Wen haben wir hier? Da kommt aus dem Nichts ja. Der gefreite JGRVG zur Linie machen, dazu. Und damit sind wir zumindest bei einem 7-8. Und da wird auch gleich mal rausgeworfen. Ja. Geht natürlich, ne? Das ist natürlich, also da sagen die Admins auch, nee, Kollege, so geht's natürlich nicht. Man kann hier nicht in einer laufenden Runde, ja, einfach reinspawnen und einfach nochmal reingehen. Also das ist natürlich jetzt, auch wenn die, man könnte natürlich jetzt im RHP das jetzt mal gönnen, weil die mit zwei Mann weniger spielen.
Möglich, aber es hätte, ja, hätte auch nicht auffallen können, ne? Ja, klar. Also, einfach mal so ein Mann mehr, hey. Ja, mal, also das muss man ja auch sagen, die Dreistigkeit, die siegt ja häufig. Ne? Also, wenn man es einfach mal macht, ne? Also ich meine, wo kein Kläger, da kein Richter. Und da passt einfach jetzt mal die Worte, die du gesagt hast, und einfach mal zum Wirten oder zum RP sagen, einfach mal machen. Ne? Mhm. Geht mal jetzt mal ran da jetzt. Kommt, Leute, traut euch mal was. Das RHP sieht aktuell das Vierte aber auch nicht, legt aber an. Also allzeit bereit. Was macht das Vierte? Das, ja, da guckt dann, wen haben wir da gerade? Sind wir immer noch in der? Da haben wir jetzt gerade Marius. Doch mal gewechselt. Der hier mal über den Hügel schaut. Das RHP hat natürlich jetzt den Vorteil, dass es schon oben steht, ne, und einfach schießen kann auf die dann sich organisierende Linie des Vierten. Schwierig auch in der Situation, weil also das Vierte hat links und rechts keine Deckung. Sobald sie links und rechts rauslaufen, jetzt gehen sie für den Bait, denke ich mal. Das RHP, wie es reagiert ist, schießt jetzt. Interessant auch wieder die. War aber auch ein Muss, muss ich ganz ehrlich zugeben. War auch ein Muss. Und das Vierte macht das ganz richtig, ne? Die nehmen jetzt die Gelegenheit und rücken wieder vor, ne? Also so gewinnt man Hügel und Hügel. Mhm. Und natürlich auch keine Verluste. Also es war eigentlich auf jeden Fall ein kleiner Sieg fürs Vierte wieder. Klar, das Vierte macht hier gut Meter, muss man sagen. Das RHP, ich hätte jetzt auch gesagt, dass sie hätten schießen müssen, aber in meinen Augen halt auch wieder früher. Das RHP jetzt, das habe ich bisher nicht mehr gesehen. Das ist mir aufgefallen in den früheren Events. Oh, das ist eine schmerzhafte Salve. Also das Vierte, da merkt man es, ne? Da sitzen die Grundlagen. Ja, da hat wahrscheinlich auch, haben die richtigen Leute Zielwasser getrunken, auf jeden Fall. Weil bislang war jede Salve echt gut. Man muss aber, ja, aber wir reden hier jetzt nicht von Salven über 100 Metern, ne? Also das sind Entfernungen, da muss man dann auch mal sagen, da müssen die Treffer her. Ich glaube, jeder in Holdfast weiß ganz deutlich, dass auch bei solchen Entfernungen können mal die Kugeln ganz oft mal irgendwo zur Seite gehen. Klar, aber du hast recht, Römer. Ich möchte jetzt deine Aussage nicht untergraben. Nein, einfach im Sinne von, nein, aber schau dir das mal an. Also wir reden hier über Entfernungen, okay, jetzt haben sie sich zurück. Da gebe ich dir jetzt vollkommen recht. Pui, da teilt das Pferd jetzt auch nochmal richtig aus. Aber das und jetzt muss haben wir doch den. Demoralisierend sein, oder? Ja, den armen Ludendorff, ja, der jetzt hier alleine auf das Vierte zupreschen darf. Aber jetzt mal bitte Nahkampf, ne? Ah, und dann nimmt jemand Anlauf. Aurelian, ja, bitte. Oh, danke schön. Haben wir hier nochmal ein schönes 101? Jetzt kann das RP auf dem Film nochmal ein bisschen was zeigen. Boah, jetzt. Mal gucken. Die anderen sollten mal gucken zu. Sehr schön. Oh, da haben wir den Hit und da ist auch vorbei. Aber kann man jetzt so und so sehen, ne? Könnte man jetzt auch ein bisschen, ne, man als Schikane? Ja, ist es Schikane? Ich wollte sagen, ist das vielleicht so, beim Fußball gibt es ja, ne, wenn da ein Spieler am Boden liegt, dann spielt man ins Aus und dann spielt man den aus Fairness wieder zurück. Ich finde jetzt, man könnte das jetzt auch so sehen, wie man hätte den Ball nicht zurückgespielt. Ich finde es jetzt aber in dem Sinne einfach mal nett, auch mal den nicht irgendwie mit 10 Mann über den Haufen geschossen zu haben. Auch einfach mal für die Zuschauer. Wenn man es vergleicht mit den vorherigen Spielen, auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Man muss auch mal was für die Fans machen, ne? Natürlich, ein bisschen Unterhaltung hier. So. Oh, 4-0. Das RHP diesmal eventuell noch nicht. Ja, mit unserem Kandidaten der letzte Runde noch nachgejoint ist. Ja, eine Muskete mehr wird nicht. Aber das muss ich jetzt mal wirklich, also das ist, finde ich, jetzt doch schon interessant, weil, also, mir wäre jetzt keine Regel bekannt, die sagt, dass es eine Mindestanzahl an Leuten gibt, die quasi als Minimum angesehen wird, sodass, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich komme jetzt mit 6 Leuten in meiner Linie, dass dann mindestens aber 8 auf dem Spielfeld sein dürfen. Bei mir ergibt sich das noch nicht ganz, warum das Vierte mit Überzahl spielen darf. Jetzt kann man natürlich auch die Schuld jetzt auch danach Zahl schieben. Ne? Also das RHP spielt schon länger in Unterzahl.
Ah, es ist schlimm. Also ich würde auf jeden Fall auch eingreifen. Ja. Ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite, weil das ist schon grenzwertig. Ne? Man könnte jetzt sagen, gut, okay. Ja, jetzt auch wieder. Also das, also eben. Schreib doch mal. Was will denn jetzt? Schreib doch mal Otter Tim. Oder vielleicht hören die auch mal zu. Ja, also weiß ich nicht. Also Hilfe fürs RHP. Man muss halt dazu einfach sagen, also die ersten Runden haben sie ja mit zwei Mann Unterzahl teilweise gespielt, wenn ich jetzt nicht komplett blöd mit Zählen bin. Aber ich habe mir das zweimal, dreimal nochmal angeschaut, deswegen. Hat sich nichts und geändert. Jetzt sind sie ja wieder zwei Mann mehr. Also das klar, du musst die Admins rausrechnen, aber dann hast du 8 und 6, ne? Und es leben auch alle, bis auf die Admins, und dementsprechend das ist vollkommen recht, 6 gegen 1. Könnte man natürlich jetzt auch sagen, ja, okay, ne, also selbst wenn das jetzt erlaubt sein sollte, was mir neu wäre, ist das vielleicht auch einfach irgendwo eine Frage der Fairness, wo man sagen muss, ja, das RHP, das ist auf jeden Fall bekannterweise jetzt nicht das stärkste Regiment im Feld, und auch wenn das jetzt nicht unbedingt um den Turniersieg hier mitspielt, heißt das jetzt aber auch nicht, dass man jetzt hier als Favorit dann auch in Überzahl reingehen muss. Schwierig. Die Admins haben das dann aber. Die Frage ist ja auch, was das kann man im Nachhinein mal klären. Was denn demnächst auch mit den nächsten dann Spielen sein wird. Mhm. Ja? Es ist ja kein Einzelfall. Ne? Es wird auf jeden Fall öfters passieren, dass ein Regiment mal überwiegt und klar. Wie wird dann weiter verfahren. Klar. Ah, ich finde es schade, aber wir lassen es erstmal liegen. Es geht los. Wir haben einen schönen Endgang vom RAP. Sieht lustig aus. Ja, das RAP hat sich jetzt das mit dem Knien vom 11. abgeschaut. Ich bin bis heute noch der Ansicht, dass das mit dem Knien nicht ganz im Sinne einer Linienformation ist. Aber gut, die Regeln scheinen es herzugeben. Und jetzt kommt die erste Salve und das RAP drückt den Vorteil, aber ausgeglichen noch einen Schuss vom 4. Mensch. Also da hat die Oberhand des RAPs dann wieder nachgelassen. Aber das ist dann auch wieder der Punkt. Mit zwei Mann mehr, da drückst du auch zwei Leute mehr weg, logischerweise. Aber, das ist jetzt eine offensichtliche Aussage. Schneller, da war wieder die Geschwindigkeit. Die haben zu lange gezögert. Das 4. stellt sich auf, schießt sofort, auch wenn da nur drei Mann stehen. Klar. Dann kannst du schon mal drei Mann rausballern. Und schau dir das mal an. Wir reden hier über Formationen. Bei solchen Situationen, da kannst du dann auch ein entspanntes Rottenfeuer machen. Auf die Distanzen. Okay. Was ist das? Kommt schon, Leute. Jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir die Halbier. Ja, jetzt ist die Frage nach dem Halbieren. Und das ja, könnte jetzt. Ah, halt, das könnte wehtun jetzt. Das könnte jetzt. Das wehtun. Könnte. Das, ja, jetzt hat das RAP natürlich wieder die Situation, dass sie chargen müssen. RAP hat halbiert. Ich bin der Ansicht, dass das ist jetzt aber dahingehend auch relativiert worden, dass das 4. auch halbiert hat. Das hat nämlich zurückgeschossen in derselben Situation. Da war der gleiche Berg dazwischen. Mhm. Beide standen gleich. Dementsprechend. Auch dadurch, dass sie jedes Regiment hat einen verloren, da haben sie sich gegenseitig gepunished. Und da geht eine weitere Runde auch an das 4. Diesmal mit erneut Fabian als MVP der Runde. 5-0, Hälfte geschafft. Kann man fast schon so sagen. Ne? Ich hoffe, da kommt noch ein kleiner Wendepunkt. Ich hoffe, da kommt noch die eine oder andere Sache. Bis jetzt leider nicht. Na, leider nicht. Aber da muss was kommen. Da muss noch was kommen. Da muss der große Kampf vom RP noch kommen. Und neue Map. Da hast du vollkommen recht. Also, wir haben jetzt zur Halbzeit nochmal den Map-Change. Oh, viele Bäume. Ich wollte es gerade sagen, ich habe mich auch gerade gewundert. Hier kann man sich verstecken. Da hat auch das RHP, also dieser kleine Wald, den wir hier haben, wenn man es überhaupt so nennen darf, der ist für das RHP schneller zu erreichen als für das 4. Die Frage, was machst du draus, ne? Das 4. könnte sich ja auch natürlich jetzt wieder weit weg hinstellen. Klar. Und schauen, dass das RAP rauskommt. Klar. Ah, da bin ich jetzt echt gespannt, aber sowas hatte ich auch noch nicht hier. Gab's sowas?
Ich habe es bisher noch nicht gesehen und ich finde, das ist eine ganz neue Komponente, dadurch, dass eigentlich die Maps auch immer quasi halt, also gespiegelt sind. Ja. Von den, also jetzt in Anführungsstrichen, das sind nicht tatsächlich gespiegelt, aber du hast dieselben Vor- und Nachteile grundsätzlich in meiner Ansicht nach auf den Maps bisher gehabt. Auf jeden Fall. Hier nicht. Hier hast du eine ganz neue Komponente, die auch einseitig erreichbar ist. Ist es gewollt, Römer? Ist es gewollt? Ist das gewollt? hören die Admins zu? Das ist die Frage. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die Admins haben da auch weniger Einfluss darauf, welche Karten gespielt werden. Ich glaube, das wird vom 21. vorher festgesetzt. Klar, dass wir vom 21. auch einen Admin haben, aber ich glaube, die Admins sind da eher in erster Linie für die Regeleinhaltung da. So. Und da geht's gleich mal in die Wälder wahrscheinlich, hä? Ja. Ah ja, da kriege ich auch gleich die Nachricht, die Admins hören nicht zu. Also, ja, nein. Wir haben jetzt dann auch gleich den Approach vom RHP auf die Bewaldung zu. Das vierte hingegen pusht ist es aber indirekt auch vielleicht in die mal Mitte. Ein gutes Beispiel für zukünftige Spiele. Ne? Mhm. Weil dadurch ist auch die Sicht blockiert. Klar. Es könnte wahrscheinlicher sein, dass man jetzt irgendwelche Überraschungsangriffe hat. Ne? Man läuft einfach mal vorbei und dann zack, steht eine Linie neben dir und deine Leute sind weg. Und das RHP könnte jetzt natürlich diesen Vorteil für sich nutzen, indem sie einfach direkt in den Wald rennen und dann wie so Guerilla-mäßig dann da immer wieder ein paar Salven aus dem Wald abgeben dann auch den Bäumen als Deckung bedienen. Rühren wir aber mal ganz kurz mit rein. Guck mal, die Entfernung zwischen den Regimentern. Ich glaube, die haben sich noch nicht gesehen. Und da haben wir genau das Vierte, um ehrlich zu sein. Ich sehe das nicht. Die sind keine 20 Meter voneinander entfernt. Ach da, ja. Ja, oh moin. Aber wenn wir mal gucken... Was jetzt passiert? Also ich bin Oh Gott, da stehen sie jetzt. Oh mein Gott, also jetzt geht's ja richtig ab. Und 3, 2, 1, welches Regiment reagiert als erstes? Das Vierte liegt an, und schießt und trifft nur einen, zwei Treffer. Und das RHP hat wieder keine Bajonette drauf. Das ist natürlich skandalös, dass man so spielt. Also, als ob ich es geahnt hätte. Das RHP hat die Bajonette nicht drauf. Und das wird dem zum Verhängnis. Leute. Oh mein Gott, das war natürlich, also das muss ich sagen, auch wenn das jetzt relativ schnell über die Bühne ging, war das doch einer der aufregendsten Runden, die wir bisher heute hatten. Das war natürlich vor allem anders. Die Blindheit der beiden Regimenter, ich glaube es nicht. Ich will es nicht glauben. Wunderschön. Wunderschön. Also das. Chapeau. Und die Bajonette nicht drauf. An das Schicksal, dass es uns zu dieser Situation führte. Aber da, das haben wir beim RHP aber auch schon des Öfteren gesehen. Also das RHP hat meiner Ansicht nach teilweise Runden schon verloren, aufgrund dessen, dass andere Regimenter an das RHP rankommen konnten und das RHP einfach keine Bajonette drauf hatte. Leute, ich hoffe, die hören zu. Macht die Bajonette drauf. Es bringt gar nichts. Bitte, RHP, los jetzt. Gut, also sie könnten natürlich auch versuchen, auf Distanz zu gehen und da könnten die paar Prozente Treffergenauigkeit auch entscheidend sein. Wie steht es gerade, wird gefragt. Es müsste meiner 6-0 steht. Kenntnis nach 6-0 stehen, ja. Ah, das könnte halt die Runde gewesen sein, ne? Mensch, du. Ach, RHP. Also da hätte ich jetzt auch schon mit einer Gegenreaktion irgendwie gerechnet, seitens einer Gegensalve. Denn da hatte das RHP Riesenchancen. Also das Vierte hat ja da die Salve komplett daneben gesetzt, dafür, dass sie da wirklich nur 5 Meter voneinander entfernt standen. Also da hatte das RHP immenses Glück gehabt, nur 2 Männer verloren zu haben. Aber dass auch niemand den anderen gesehen hat. Ja, das war nicht... Da sind ja mal 7, 8 Leute im Spiel, in der Linie und die schauen sich ja wahrscheinlich auch... Ich hoffe es. Ich hoffe es, die schauen sich mal... Also ich meine, denk doch mal an jedes normale Event, was man dann irgendwie Dienstag, Donnerstag oder Sonntag hat, ne? Wenn du da mal selber führst, also Shepard, du hast ja auch schon das eine oder andere Mal geführt, dann hast du da immer die Leute noch aus der Linie neben den Unteroffizieren, die mal reinrufen, rein. Da ist die Linie, da ist die Linie. Ja. Und jetzt haben wir hier eine Situation, da sieht keiner keinen. Und das hat man auch nicht oft gesehen. Und das... Das hat man noch nie gesehen. Das müssen wir doch nicht sagen, dass man sowas doch... Also... Da muss man sagen, die Komponente Wald, in Anführungsstrichen Wald, die hat es da auch schon echt nochmal neuen Wind hier reingebracht. Und was haben wir aus dieser Geschichte gelernt? Ne?
Weg vom Wald. Und genau so wird es gerade. Ich kriege gerade die Frage rein an die Admins, die am Hintergrund noch zuhören, ob der Kampf vom 11. und gegen das 2. Pommersche verschoben wird. Gebe ich mal so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass es im Anschluss ganz normal dann stattfinden wird. Genau. Aber, wie gesagt, keine finale Antwort von mir. Das möchte ich jetzt auch so nicht beurteilen. Die Admins hören zu und entweder schreiben sie uns oder schreiben es direkt in den Chat. Aber noch sind wir gut in der Zeit. Aktuell 1916. Ich glaube, 1930 sollte die zweite Runde anfangen. Wir möchten da jetzt aber auch niemanden hetzen. Nee, ich müsste den Film mal raustammen und gucken in die Liste. Ich habe das jetzt auch ehrlich gesagt, muss ich gestehen, nicht auswendig auf dem Schirm. Und wir haben hier den Bait vom RHP. Das vierte wieder mit einem leichten Vorteil dadurch einfach wieder, dass sie das, was wir alle kennen, einfach angelegt und jetzt, sind. Und jetzt rauf, RP, kommt, das wären jetzt die zwei Sekunden gewesen. Da kommt jetzt die Salbe vom... Das wären jetzt die zwei Sekunden gewesen. Ich find's schade. Und jetzt kommt der... Ja, jetzt stellen sie sich auf und das vierte schießt und trifft natürlich drei Leute weg. Mit und zwei Mann Unterzahl wieder bemerkbar. Es tut weh in der Seele. Es tut weh in der Seele. Es ist unglaublich. Wieder drei Mann verloren. Es ist die drei Mann am Leben. Was willst du da jetzt groß machen, ne? Ja, das vierte gnadenlos beendet diese Runde mit einer Salve. Jetzt kommt der Nahkampf, der geforste Nahkampf, nein, doch nicht. Jetzt callt aber das vierte Nahkampf, geht rein und da wird direkt der erste umzingelt, der Friedrich Oelf, und dann der zweite auch umzingelt. Und aber natürlich, das vierte konnte sich wieder nicht zügeln, trotzdem zwei Friendly Kills, so ist es im Leben manchmal. Und 7-0. 7-0. Tja. Drei Runden Zeit noch. Entschuldigung, Fiosa, ja? Achso. Ja. Okay. Also für euch, wir kriegen gerade die Info rein von der Regie. Aus dem Studio. Und damit live aus dem Studio. Nein, wir kriegen aus der Regie gerade rein. Das Match wird ganz normal nach dem vom 4. gegen dem RHP stattfinden. Es wird sich dementsprechend um genau die Zeit logischerweise auch verschieben, die hier noch der ist hier noch Bedarf, um das Spiel zu beenden. Gehen jetzt rein in die 8. Runde. RHP organisiert sich wieder. Aber auch wieder interessant. Also wir haben eben gesehen in der ersten Runde auf der Map, dass das RHP gleich Richtung Wald vordringen wollte. Das vierte relativ schnell über die Mitte auch in den Wald lief. Beide also diesen Spot für sich irgendwie als besonders hilfreich auserkoren hatten. Und jetzt in der 2. Runde, ja, da hat sich dann kein Regiment mehr für den Wald entschieden. Aber jetzt vielleicht noch mal. Nicht klug. War es klug? Ich würde den Wald nutzen, weil natürlich Wald gibt Deckung. Wald gibt Deckung. Du hast die Bäume und alles drum und dran. Mhm. Und jetzt natürlich sehen wir, dass die Regimenter sich wieder zum Wald bewegen. Mhm. Wahrscheinlich haben sie aus dem Fehler gelernt. Möglich. Aber ja, das ist halt, finde ich, immer schwierig hier. Ne? Also du kannst, das ist... Ich finde, du kannst in diesen Sachen im Großteil nicht immer von Fehlern sprechen. Das ist immer, du hast dann natürlich in deinen Entscheidungen, die du so triffst, dann immer die Downsides, wie zum Beispiel das mit dem Bajonett. Da wurde versucht, auf die Long Range zu gehen, schätze ich mal. Würde ich jetzt mal dem RHP einfach mal das in den Mund legen. Ja, da muss ich dir widersprechen. Aber du stehst im Wald und willst auf Long Range gehen. Ich glaube eher nicht. Na, ich glaube, das war schon fatal. Auf jeden Fall. Weil es könnte auch wirklich sein, wie es auch passiert ist, ne? Dass auf einmal der Feind neben dir steht. So wie jetzt, also wir sehen jetzt, das vierte approacht auch sofort auf das RHP. Das will da irgendwie kurz einen Prozess machen. Entweder und wissen sie nicht, dass sie da stehen, oder sie umlaufen es klug. Nein! Stellt euch hin! Marius sieht das RHP doch noch. Nee, sieht es nicht. Sieht es. Doch, ich bin verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Ich weiß nicht, was das Vierte da gerade macht. Also diese Strat, die kann ich gerade noch nicht ganz nachvollziehen. Wieder ein Baum dazwischen. Wieder Schüsse, eine Salve vom Vierten, ein Treffer von Aurelian. Salve und zurück, zwei vom RHP. Jetzt muss das RHP irgendwie handeln. Der Nachschuss. Nachladen. Einfach nur nachladen. Du hast genug Zeit. Nicht zurückfallen, Leute. Das darf dem RHP nicht mehr nochmal passieren. Das ist im RHP sehr häufig passiert, dass sie das Nachladen abgebrochen haben und dadurch dann von den Regimentern gecharged wurden, gegen die sie gespielt haben, und die Runden dann mehr oder weniger ohne Gegenwehr hatten
verlieren müssen. Jetzt kommt ein angelegtes Vorrücken. Das RHP zielt aber noch nicht in die richtige Richtung. Kommt hoch, das vierte zielt, schießt und trifft zwei. Leute, jetzt ist aber jetzt die muss große Frage. Die Gegensalbe kommen. Ein Treffer. Und das und war's. Vier Leute schießen daneben. Nahkampfangriff. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Wir sind gespannt. Es könnte jetzt funktionieren, wenn sich die zurück. Erster, zweiter Kill vom vierten. Und da ist jetzt wieder die Unterzahl. Dann kommt ein Kill vom RHP. Beim 2 gegen 1. Das ist auf jeden Fall unfassbar stark in so einer Drucksituation. Jetzt kommt aber noch drei dazu. Der macht's, kommt schon. Dann aber noch ein dritter dazu. Und dann geht auch die achte Runde an. Der Wald ist mein Freund, Römer. Ja. Also ich liebe die Wald hier, dieser Map. Also unglaublich. Es, als ob der verzaubert wäre, die sehen sich nicht. Und da muss man einfach mal sagen, ich habe hier eben gelesen, dass wo stand das? Das hatte hier jemand in den Chat geschrieben. Wo ist es? Lohlmann ist der Karten-Diktator. Und da muss ich sagen, geile Karte für diese Situation jetzt hier auch. Also ich weiß nicht, ob das vorhin dann quasi schon festliegt, aber das hat richtig Pep hier gerade nochmal reingebracht. Ich wünsche mir mehr davon. Weil da ist man gezwungen, andere Sachen, andere Strategien, andere Taktiken, wie ich es so gern sage, zu nutzen, Römer. Aber so ist es, du merkst es. Ne? Man hat jetzt hier andere Möglichkeiten. Die Frage, wie sie genutzt werden. Und da geht es schon wieder in die vorletzte Runde. Die Admins begehen den standardgemäßen Suizid. Und das RHP ist noch nicht fertig zum Ausrücken. Da muss noch vielleicht noch eine oder andere Lücke geschlossen werden. 8-0 wird jetzt vom Admin durchgegeben. Broadcast-Nachricht ist da. Ja, und wir warten auf das Live. Live. Auf jeden Fall, wie es auch im Chat geschrieben wird, RHP, einfach Sieger der Herzen. Möglich. Ich will es nicht zu laut sagen, aber ich hoffe, da kommt noch die eine Runde. Ich glaube an sie. Also da muss man es einfach auch aus Zuschauersicht sagen. Ne? Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ob man da jetzt parteiisch ist. Ich sage nein, wir wollen hier Unterhaltung haben, wir wollen hier Content haben und diesen Content, diese Unterhaltung bekommst du eben dann, wenn es auch mal, gerade mit dem Underdog mal auch irgendwie, wenn der mal was mehr reißen kann. Ne? Und jetzt geht der direkte Approach, das haben wir vom RP auch noch nicht gesehen, direkt in den Wald. Und das ist der Vorteil, den sie halt mit dem Spawn haben. Sie können einfach innerhalb von wenigen Metern in den Wald reinrennen, das vierte auch wieder durch die Wüste. Erstmal auf dem Weg zum Wald. Mal gucken, ob das vierte überhaupt schon sehen kann. Ja, ich bin auch gespannt. Ich bewege meine Kamera auch immer gerade in die Richtung. Aber es sollte jetzt, zu sehen sein. Und jetzt ist das RP. Aufstehen und schießen. Los, Leute. RP braucht länger. Vierte steht schon, schießt. Und da ist der Vorteil. Aber das RHP, und da kommt der Nachschuss. Also da hat das RHP jetzt auch wieder länger gebraucht. Da waren es die Lücken? Ich sehe da große Lücken. Von der Seite des vierten. Naja, aber schade, ne? Ja. Es ist das Timing. Ja, und da wird es auch schon gesagt. Oh, da wird einer aus der Linie rausgedrückt beim vierten. Da wird in zwei Linien geschossen. Das hat man ja auch noch nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass das Absicht war, aber in doppelten Linien versetzt. Ich glaube nicht, dass das Absicht war. Ich glaube, da wurde jemand klassisch aus der Linie gedrückt und hat aber trotzdem geschossen. Ja, in der Situation ist es wahrscheinlich. Und das vierte legt egal an und schießt. Leute. Ach man, da hätte man doch mal ein bisschen was für die Fans machen können. Aber ich glaube auch, so eine Exekution hier muss nicht sein. Ne? So. Aber wir haben hier Aurelian, der gerade führt, der auch seine Männer ganz gut durchgebracht hat. Ich glaube, beim vierten mit einem Verlust. Und da wurde jetzt auch wieder kurzer Prozess gemacht. Und wir haben die letzte Runde. 9-0. Hoffnung besteht. Ich hoffe. Der Wald ist der Freund. Mit zwei Spielern beim vierten. Einmal RTX von Poi und Wutzke mit 3 Kills. Kann man auf jeden Fall nochmal hervorheben. Das ist, finde ich, gerade bei solchen, bei diesen Short-Events, also alles über 2 ist halt schon immer, wenn es halt nicht großartig in den Nahkampf geht, immer schon eine gute Leistung. Da kann man das auch nochmal hervorheben. Und in der vorletzten Runde wäre die letzte Salve besser gewesen, hätte man die Runde vielleicht noch holen können, klar. Da sind wir, also widerspricht, glaube ich, weder Shepard noch ich. Und aber so ist das ja, glaube ich, mit jeder Runde. Ne? Also wenn so die Salven sitzen, dann gewinnst du auch die Runden eher. RHP wirft jetzt nochmal alles in die Waagschale. Ich habe jetzt nochmal eine richtig geachtet. Römer, meine Frage: Waren die jetzt immer noch
Das vierte in der Mehrzahl? Ja, ne? Ich glaube, ja, mit einem Mann. Das vierte spielt jetzt aktuell noch mit einem Mann. Wir in haben der aber einen Mann mehr im RHP. Genau. Wir spielen beim RHP nicht mehr in in Zwei-Mann-Unterzahl. Ich glaube, seit letzter Runde ist das. Möglich. Ist mir leider nicht aufgefallen. Vielleicht sagt der Chat was dazu. Ja, das ist, also ich kann es dir ja auch gerne direkt auflösen. Das ist der gefreite JGRVG, der in der einen Runde sich noch dazugesellte und vom Admin geslayt wurde. Hast recht. Der hat es leider eine. Aber hat die Runden danach auch nicht mitgemacht. Nee, der hat das dann ein bisschen verpasst, glaube ich, auf den Server zu connecten rechtzeitig. Ich habe es immer oben rechts noch beobachtet. Ist dann auch schon wieder gejoint das nächste Mal, nachdem die Runde schon live war. Mhm. Und jetzt sehen wir hier wieder eine Sache, die ich beim RHP sehr häufig beobachtet hatte, wo ich aber auch ehrlich nicht weiß, wie sinnvoll das sein kann oder wie hilfreich oder, sag ich mal, wie negativ das sein kann. Dieses Movement exakt an der Map-Border entlang. Das habe ich jetzt schon häufiger gesehen. Und ich finde das eine sehr interessante Spielweise. Wir haben jetzt hier aber auch wieder das vierte aufgestellt auf dem Hügel. Es ist Shepard. Ja, die Frage, ob die wahrscheinlich sich irgendwie tarnen möchten oder so. Ne? Mhm. Gerade durch den Hintergrund, roten Hintergrund, ob man sich da irgendwie noch verstecken könnte. Ich weiß es nicht, aber wir haben ja ein interessantes Movement vom RHP. Sie haben sich ein bisschen versetzt im Kriechen. Und ich schau mal zum vierten rüber. Die ziehen natürlich falsch. Ich guck gerade auch, ja. Das könnte eine smarte Sache sein, dass die Linie vom. Ja, kommt jetzt hoch. Das RP kommt hoch. Legt an. Und schießt. Und schießt. Da hat das vierte aber Reflexe. Mein Gott. Also da. Das ist wahrscheinlich RHP, aber auch muss man nicht sagen, da ist Feuer drin. Das vierte kennt da keine Gnade. Ich glaube auch. Die möchten da einfach noch durch. Ich glaube, die letzte Runde ist hier entschieden, Römer. Ja. Shepard, ich muss dich mal ganz kurz für eine Sekunde allein lassen. Nein. Unmöglich. Tu es. Ich übernehme die letzten paar Minuten mal für mich. Gerade auch natürlich wieder ein Ausharren auf beiden Seiten. Kann ich nicht unbedingt verstehen. Ich würde jetzt als vieles einfach mal sagen, es ist die letzte Runde, was haben wir zu verlieren? Einfach mal rein da. Und nochmal was Schönes zu liefern. Sie halten im Moment so einiges gerade auf. Das RHP versucht sich ein wenig ranzuschleichen. Und da wird gnadenlos der Offizier weggeschossen. Also viertes Gnade. Wir bitten um Gnade. Aber ich glaube, es ist schon entschieden. Viertes, ihr könnt eigentlich nur noch was Richtiges machen und das heißt vorrücken. Ansonsten glaube ich, ist RHP gerade in einer besseren Position und schießt einen Mann nach dem anderen ab. Sie dürfen es, ne? Sie dürfen es durchaus. Und hier wird einer nach dem anderen mitgeschossen. So, da bin ich wieder. Hast du es gesehen, Römer? Hast du? Nee, ich bin gerade erst wieder da. Gar nicht so. Guck mal, also die haben, das RHP hat gerade einen nach dem anderen mal schön weggesaugt. Oh, jetzt geht's auch rund. Da sich das vierte nicht bewegen wollte und 3 gegen 3. RHP, alle stehen teils nicht einzeln knien. Nein. Und jetzt könnte es nochmal spannend werden. Das könnte die Runde vom RHP sein. Das ist ein 2 gegen 2. Wen haben wir hier? Wir haben Aurelien. Der ist natürlich hier abgestochen worden. Das heißt natürlich, das ist eine Wunderrunde, die hier nochmal rauskommen wird. Da hat das RP wirklich nochmal alles in die Waagschale geworfen. Und der Rekrutschichte, 1 gegen 1. 1 gegen 1. Ist es gewollt? 1 gegen 1. Es ist irgendwie gespielt, Leute. Rekrut, Opolio gegen Max von Barnim. Jetzt könnte es nochmal richtig spannend und werden. Das und das war der RP, Mensch, Leute. Holt hier ein spannendes Spiel. Das. Ein spannendes Spiel. Zu 0. 10-0. Das muss ich sagen. Es war vom Ergebnis, wenn man sich das im Nachhinein anschaut, ein eindeutiges Ergebnis. Aber was wir hier am Ende nochmal für Runden geholt haben, also gesehen haben, da wirklich, also gerade eben nochmal das mit dem Nahkampf. Ich bin zufrieden, Römer. Es gab Spitzen, durchaus im Wald, durchaus auch danach am Wald und durchaus jetzt am Ende. Ich glaube, wir sind alle befriedigt. Jo, also ein am Ende doch noch knapp ist 10-0, meine ich natürlich. Euch hat es offensichtlich Spaß gemacht. Wir starten jetzt gleich im zweiten Match. Das wird allerdings Urbein übernehmen, da der wieder hier ist.
Wir sind da auch schon drin, da kommt gleich Tim auch noch mit runter. Genau. Noch abschließende Worte. Beendest du den Stream zwischendurch? Nee, läuft noch. Achso. Ja, nee, ich meine gleich, für die zweite Runde. Römer, hast du ein paar weise Wörter? Achso, ja, dann sehen wir uns ja gleich wieder. Also die Runde muss man sagen. Wie gesagt, super spannendes 10-0. Super spannend anzuschauen. Gerade am Ende die letzten Runden mit dem Wald nochmal richtig Feuer reingebracht in die Situation. Und ich hoffe, es erhält sich mit den verschiedenen Karten durchaus auch mit den verschiedenen, sag ich mal, Gelegenheiten, die sie jetzt geboten haben. Mit dem Wald. Genau, und dann nochmal bitte einmal ganz kurz jetzt nochmal an die Leute vom Chat. Also ich finde, das ist jetzt auch kein Grund, jetzt hier so rein zu chatten. Das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen unangebracht. Ne? Also ja, schöne Runde, auch schöner Nahkampf am Ende, aber jetzt muss man jetzt nicht auch irgendwie ein bisschen abfällig gegenüber den Teilnehmern hier vom Event werden. Ne? In dem Sinne sehen wir uns gleich in der zweiten Runde. Alles klar, bis dann. Und